Nur Avatarinnen und Avatare, nur Mitmenschen. Meine diesjährige Neujahrsrede richte ich schon recht früh an euch. Wir warten nach. Das Hauptthema dieses Jahr soll sein Dankbarkeit. Dankbarkeit für Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ja nie etwas Verkehrtes, wie ich meinen möchte. Ich bin dieses Jahr dankbar für viele Dinge. Ich freute mich zum Beispiel darüber, dass mein Aufruf ans JOBCENTER vor dem Spiegel zu verweilen über 5000 Zugriffe hatte, auch die Kriegsfrei YouTube und als Mail und als Flugblätter. Dafür vielen Dank, auch gefördert unter anderem von Konstantin Wecker, vielen Dank nochmal, und von vielen anderen. Das war hier jetzt. Weiterhin hat mich gefreut, dass die Petition von Inge Hannemann gegen die Sanktionen im Hartz IV erfolgreich war. Erfolgreich heißt, statt 50.000 haben wir weit über 80.000 Unterschriften einsammeln können. Es wird nun eine Reaktion des Bundestages geben müssen, auch dafür. Vielen Dank. Ich selber habe für diese Petition und für meinen Aufruf aufgeworfen. Und jetzt kommen wir wieder zum Punkt der Aufmerksamkeit. Nicht nur privat wurde ich wahrgenommen damit, nein, auch viel. Und es wurde mir dann dieser nicht privaten, sondern eben nicht in dem Zusammenhang wurde mir dann sogar etwas schriftlich gegeben. Nämlich, dass man mir etwas piep, und zwar piep, piep. Das ist ja doch sehr schön. Es bezog sich ausdrücklich auf den Aufruf, vom Spiegel zu stehen, zu vermeiden, Entschuldigung, vor dem Spiegel zu vermeiden und auf meine kleine Werbung, die ich privat gemacht hatte, per E-Mail. Darauf bezog sich diese ja, und da fühlt man sich wahrgenommen, da erfährt man Aufmerksamkeit, da sieht man die Person, nein, die Botschaft kommt an. Sie erzeugt eine Reaktion. Eine Reaktion, die mich motiviert, ermutigt, dran zu bleiben und, wenn es sich nicht vermeiden lässt, halt auch weitere Reaktionen dieser Art von meinem Beef hervorzurufen. Ich weiß, am Ende es ungemäßigt nicht weitergeht, aber es ist doch etwas Sinnvolles. Nun nochmal ein Ratschlag, wenn ihr mal zwischendurch auf eure Schuhspitzen schaut, ne? Nachdenklich oder gelangweilt, immer dran denken, es ist immer Zeit, etwas Gutes zu tun, im Netz zu surfen, Aufrufe zu verbreiten, Petitionen zu zeichnen oder andere gute Dinge zu tun. Und man kann es auch real machen. Leider gibt es Menschen, die kein anderes Geld bekommen. Denen kann man einen Euro oder auch mehrere oder etwas zu essen auf der Straße reichen. Leider ist es notwendig. Ich danke euch. Macht's gut. Liebe Avatarinnen und Avatare. See you.